Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Servus erstmal. Yo! Heute ein neues Projekt, ein Let's Play, namens Terraria. Ja, ich spiele es jetzt mal am Anfang allein, es kommen vielleicht bald neue Leute dazu. Da muss ich noch schauen, wie wir genau. Schreibt euch in die Kommentare, ob wer besser könnte. Und so, dann legen wir mal los und fangen ein bisschen Holzabbau an. Das ist ja richtig in Terraria, vor der Small Recon. Das ist sehr wichtig. Die Folge geht mir jetzt auf die Nerven. Erstmal, ich werde Dienste in das Projekt. Das Projekt Dienste, genau. Ja, aber. Da habe ich mir relativ lustig gespielt, ich habe das beim PS mir ausgeklappt. Aber. Ich bin auf der PS4 schon nicht aufgespielt. Auf der PS4 hast du eine ältere Version. Und geil, wenn jetzt mal so ein fetter Baum und eine Truhe drin ist. Was haben wir denn da? Funkelstab. Ah, okay, das ist sowas. Schlechter. Ich brauche erstmal die Truhe abbauen, ganz wichtig. Wir könnten. Brauchst dann noch. Bergbau, ja, cool. Die wirst du nachher dann brauchen, die Sachen. Fackeln. Sogar Fackeln habe ich bekommen. Lul. Auch top. Weil da ist mal ein Spur drin, für was ich das nicht. Blätterstab. Jo, einfach ein Blätterstab. Jo, das ist so das Ding hier. Den Slime verrecken wird. Hopp. Ach, jetzt kann Granate kommen. Komplett verfehlt gerade. Eisenbahn, das ist cool. Eisenbahn sind cool. Was habe ich denn da drin? Da. Das erste Mal für den Anfang werden wir mal wieder zurück zur Base gehen. Und muss man so eine kleine Base bauen. Weil das wir mal zum Anfang haben. Und wir mal lagern können, so ein bisschen steht. Weil ihr wisst, in der Terraria, wisst ihr, dass die Nacht nicht lustig sind. Die Nächte sind nicht lustig in Terraria. Ja. Krankenzeit, ja, wahrscheinlich. Und diese. Ja. Lebendes Holz, einfach lebendes Holz. Kann man machen. Einfach lebendes Holz. Immer fliegt mal die Karte, okay. Also, das Spawn. Dachte schon, was das ist, oder? Das hat leicht verwirrt, was das für ein Teil ist. Kupfer? Warum ich jetzt Kupfer herbekommen? Okay. Gut, das Kupfer nehme ich schon gerne. Das ist nicht. Oh, bauen wir Bäume an, muss ich auf Fell müssen wir nachbauen, das ist wichtig, weil sonst besitzt bald kein Holz mehr. Das ist wichtig und richtig. Let's go. Oh, Bäume sind immer schön. Bäume sind wirklich immer gut. Holz und so. Deswegen mag ich Bäume auch so sehr in der Reihe. Die geben sau viel Holz und die machen eigentlich. Ja. Oh. Wir haben jetzt 500 Holz. Aber wo ist der Spawn? Da ist der Spawn circa. Ich hätte da eine Idee. Ich muss ein Haus bauen. Da das Spawn ist. Da mein Haus hin. Ja, so circa. Eigentlich müssen die da gar nicht weg. Problem ist, ich komme da ja wieder nicht hoch, weil das ja zu hoch ist und ich diese Krallen von früher nicht habe. Das wie ja. Auch hier oben das Haus, das ist also. Ups. Ja,
Jakob, du stehst mir ein bisschen im Weg. Wäre das möglich, dass du da weggehen würdest? Hallo, Jakob! Der Jakob geht mir jetzt schon auf die Nerven. Was sollte die richtige Höhe, dann ist doch die richtige Höhe, dann passt's. Jo. Das ist gut. Direkt mal die richtige Höhe, das ist super. Fahren wir noch eins zu, wenn wir mal ein Haus haben. Warte eigentlich nur. Nacht und Nächte werden lustig in dem Spiel. Hab ich schon gesagt vor. Das ist auch so. Eins. Und eine Frage an die Community. Was findet ihr besser? Einfach Terraria oder Minecraft? Was ist euch lieber? Was findet ihr cooler? Es würde mich jetzt gerade interessieren, was ihr cooler findet. Irgendwie haben beide Spiele sowas, was ich cool finde. Danke, Hund. Mein Hund hat schon sein Teil, das er wieder ausblippen muss. Finde ich cool. Das macht mein Hund, glaube ich, gern, dass der ab und zu ausflippt. Also. Okay. Einfach mein Hund getroffen. Aber also zurückkommen wollte, weil ich finde auch Terraria hat irgendwie viel mehr Sachen als so viel mehr Möglichkeiten, finde ich, als Minecraft jetzt meine Meinung. Wenn du einiges halt für Monsterblöcke und alles hast. Der Vorteil ist halt beim Minecraft, du kannst irgendwie schöner bauen. So halt, also jetzt nicht die 2D-Sicht und so, das ist halt, was mir bei Minecraft etwas stört. Aber Terraria. Ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Mit Meinung dazu. Ja. Oh, ich wollte das jetzt nicht schon mal weg. Oh. Kann die Sachen rumzumachen. Gut zu wissen. So, hopp. Von denen müsst ihr wirklich viele bauen, weil sonst kommen die nicht weit im Game. Das kann ich mal direkt sagen. Was ist meine Tür? Ah, da ist meine Tür. Einfach mal die Tür kurz verloren. Ich frage mich die ganze Zeit, was er so macht. Aber ich habe das Gefühl, dass der sich einfach nur streckt. Und er meint, ja, ich nehme gerade auf, jetzt gehe ich mal meinem Härchen auf die Nerven. So ist das. Das denkt er sich. Das denkt er sich einfach. Habe ich so das Gefühl, dass ich das denke, also ja. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber egal. Das ist ja nicht am Platz zu sparen. Nehmen wir die. Ist ja platzmäßig, aber ja, unnötig oder so. Lustmäßig, aber. Kannst du es da oben hinstellen? Das ist schön. So. Digga, jetzt hab ich einfach die Truhe falsch platziert. Also das Problem mit dem, wenn du sie falsch platzierst. Hä? Oh, okay, danke. Gut zum Wissen. Wir haben einen Fehler gemacht. Oh, ich da irgendwas gerade. Ja, das Backpack ist ja cool. Den brauche ich gerade einfach nicht. Leuchtschirm ist auch ganz cool, weil damit kannst du einfach Sachen rumschießen. Oder das Leuchten schießt Sachen rum. Ja, deckt. Was geht da bei meinem Hund ab da drüben? Ich will doch gar nicht wissen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich. Was der da drüben aufführt. Sind wir dann fertig da drüben? Wir bauen jetzt erstmal einen Amboss. Und dann, ja.
wie man was Slimes besiegt und dann kommen wir weiter. Dann machen wir die nächste Folge. So, hopp. Eisenzaun. Oh, ich kann Schiene machen. Was? Fünf Reichweite. Irgendwer hätte ich Bock auf Schienen. Was mit vier Eisen? Gebe ich mir vielleicht noch das Eisen auf. Wäre so eine Idee. Kann ich mir irgendeine bessere Waffe bauen? Nein, wahrscheinlich nicht. So, Werkbank. Kann ich Schwerter machen, ja. Holzschwert. Ach gut, ich kann einfach Holzschwert bauen. Die Schwerter sind so unnötig. Aber egal, wir bauen jetzt einfach mal eine Holzrüstung. Wenn wir überhaupt irgendwelche Verteidigung haben, also... Ihr seht schon, ich bin gerade gehauen von denen gemobbt. Die mobben mich gerade, die Gegner. Also, ist nicht schön, wenn ich die so ein bisschen mobben hier im Game. Das ist gar nicht schön. Oh ja. Aber, kommt da gar kein Zombie? Weil kommen die ja immer, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Das ist der Vogel. Ich bewege es nicht. Ah ja. Yay, Augen! Mehr Auge! Bam! Komm, hopp! Moin! Ach komm, die Banditen. Einfach nur run. Ich krieg gerade einen aufs Maul! Ich merk's! Ich glaube, der ist schneller als ich. Rennen! War knapp. Aber wirklich knapp. Jetzt wollen wir mal das, brauchen wir mal ganz dringend. Was brauche ich nochmal für Fackeln? Fackeln wahrscheinlich Pfeile. Pfeile brauche ich durch Stein, was ich weiß. Ich bin mir aber gar nicht hundertprozentig sicher, deswegen. Mann. Habe ich mir nicht Holzpfeile gemacht? Hallo. Oh Mann, habe ich Holzpfeile gemacht? Feuerpfeile. Ja, moin. Ja. Ja, eine Linse. Einfach eine Linse. Ablegen da, das kann ich brauchen, das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. So. Kann ich mal Ahnung, was das ist, aber Holz an ein Viehschiff fangen. Viehschiff fangen. Eisentür. Das war gerade ja unnötig. Das wäre ernsthaft unnötig. Aber egal. Gartenfackel einmal bauen. Yay. Die schlage ich dem Zombie jetzt ins Gesicht. Oh, der hat eine Fackel, der Zombie. Oh. Habe ich so eine Gartenfackel stehen? Wahrscheinlich. Oh. Hopp, schieß ihn, schieß ihn! Gib ihm. Oh, ein Ant würde ich mir noch. Stirb! Ja, moin.
neuen. Was hab ich jetzt bekommen? Eine gelbe Kringelblume. Fessel. Ich habe noch eine Fessel bekommen. Das Slot ausgerüstet werden. Was mir das so ringt, ist auch okay, aber ja. Aber Leute, ich würde hiermit sagen, war's aus mit der ersten Folge Terraria. Wir sehen uns dann bei der nächsten wieder. Bis bald!